Das Adventsspiel von Thomas Krüge. Ich gehe gleich zum Fußball, zum Adventsspiel. Wer kommt mit? Fragte Papa beim Frühstück. Ich hatte keine Lust, aber Jan und Lukas gingen immer mit, wenn Papa seinen Verein anfeuerte. Doch an diesem Morgen sahen sie bloß müde von ihren Kakaotassen hoch. Sie reagierten nicht wie sonst mit »Super, Fußball, das wird klasse!« Jan und Lukas hatten ihre geknickten Kakaostrohhalme im Mund und guckten wie Trauerklöße. Papa wunderte sich. »Was ist denn los mit euch?« »Wie lange dauert es noch?« fragte Jan. »Ja«, sagte Lukas. »Wann bekomme ich mein Feuerwehrschiff und den Containerkran?« »Bitte?« fragte Papa. Er sah Mama an, aber die zuckte nur mit den Schultern. »Soll das heißen, unsere Zwillinge haben nur ihre gigantische Spielzeugsammlung im Kopf?« Papa war ein bisschen rot geworden. Wenn es um Weihnachten geht, ist er manchmal komisch. Am Heiligen Abend hat er feuchte Augen. Wir singen Lieder und dann fragt er, ob wir alle brav gewesen sind. Spätestens, wenn er seine neue Digitalkamera auspackt und Mama ihm mit der Bedienungsanleitung helfen muss, ist er aber wieder normal. »Sowas von Konsumterror«, sagte er und erhob sich. »Da kann ich nur sagen, Halbzeit. Heute ist der 12. Dezember. Ihr werdet noch fast 2 Wochen warten müssen. Vielleicht denkt ihr bis dahin darüber nach, dass nicht jedes Kind ein halbes Vermögen an Geschenken bekommt. Ich jedenfalls gehe zum Spiel. Es ist für einen guten Zweck.« Dann war er aus dem Zimmer. Mama sah Jan und Lukas an, und zwar so, dass die beiden genau wussten, was sie meinte. Und dann gingen sie mit Papa zum Fußball, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Ein schlechtes Gewissen hatte ich auch. Als Papa Halbzeit sagte, dachte ich nämlich auch, so lange noch? Warten auf mein Mikroskop und den Schönschreibfüller mit lila Tinte? Um 1 gab es Essen und ich hörte im Treppenhaus Geräusche. Mama rief, »Sag den Herren Bescheid, Lisa, es wird Zeit.« Weil wir im 12. Stock wohnen, dauert es manchmal eine halbe Ewigkeit, bis Jan und Lukas die Strecke mit Papa geschafft haben. Papa besteht nämlich auf Treppe, obwohl es im Haus einen Fahrstuhl gibt. »Treppe ist gesund«, sagt er, und Jan und Lukas verdrehen die Augen. Ich ging also ins Treppenhaus und wollte sie rufen. Da hörte ich Geschimpfe. Es war die Stimme von Herrn Kröber, der uns gern Vorträge hält über die Jugend von heute. Diesmal war er richtig sauer. »Emma«, rief er, »hier ist ein Klaukind.« »Na warte, Bürschchen, Emma, jetzt kommen Sie schon in die Häuser, um Leute auszurauben.« Ich ging eine Treppe tiefer und linste über das Geländer zur Wohnung der Kröbers. Herr Kröber stand an der Tür und war vor Aufregung ganz rot im Gesicht. Er sah aus wie ein Feuermelder mit Glatze. Er hielt einen kleinen Weihnachtsmann fest. Der Weihnachtsmann blickte ihn verschreckt an. Er trug einen weißen Bart und eine rote Mütze. Ansonsten trug er gar keine richtige Weihnachtsmannkleidung. In diesem Moment kamen Papa und meine Brüder die Treppen hoch. Papa schnaubte wie ein Dampfross, doch als er den Krach hörte und sah, was geschah, da stutzte er. Der kleine Weihnachtsmann rief »Nein, nein« und versuchte sich loszureißen, doch Herr Kröber hielt ihn fest. »Na sowas«, sagte Papa, »da bist du ja. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Du hast dich im Stockwerk geirrt.«
Herr Gröbe, da liegt ein Missverständnis vor. Sie können unseren Gast gerne loslassen. Herr Gröbe bewegte stumm wie ein Fisch den Mund. Seine Frau, die hinter ihm stand, murmelte: Unverschämtheit, hat man noch Worte? Und Herr Gröber brummte: Sie wollen diesen Dieb doch nicht laufen lassen? Papa blieb ganz ruhig. Aber ich sag's Ihnen doch, meinte er. Das ist unser Gast. Heute ist der 12. Dezember. Wir feiern vor Weihnachten. Herr Gröber war total verblüfft. Papa nahm die andere Hand des kleinen Weihnachtsmanns und sagte: Wie schön, dass du es noch geschafft hast. Das Essen ist fertig. Vielen Dank, Herr Gröber. Da ließ Herr Gröber den kleinen Weihnachtsmann los und seine Frau zog ihn zurück in die Wohnung. Die Tür fiel mit einem Knall ins Schloss. Der kleine Weihnachtsmann guckte Papa erstaunt an. Wir standen alle um ihn herum. Ich hatte ihn schon mal gesehen. Er wohnte im dritten Stock. Die Familie kam aus Griechenland und wir waren ihnen bisher kaum begegnet. Der kleine Weihnachtsmann war ungefähr so alt wie meine Brüder, also 9. Ein Jahr jünger als ich. Er kam tatsächlich mit in unsere Wohnung. Papa war total nett zu ihm. Mama wunderte sich, aber dann sagte Papa: Ihr könnt es doch gar nicht erwarten, Weihnachten zu feiern. Also feiern wir heute, am 12. Dezember, und holen die Geschenke für unseren Gast. Na los! Mama lächelte, Jan und Lukas schauten sich an. Und ich musste grinsen, weil ich wusste, was Papa meinte. Wir sollten uns schnell überlegen, was wir dem Jungen schenken konnten. Sachen genug hatten wir laut Papa ja. Doch der kleine Weihnachtsmann sagte: Nein, nein! Und streckte die Hand aus. Er hatte die ganze Zeit einen Zettel in der Faust gehalten. Da stand in krakeligen Buchstaben das Wort Freundschaft darauf. Freundschaft? Sagt Papa. Ja klar, aber hey, er macht uns ein Geschenk, meinte Lukas plötzlich. Der kleine Weihnachtsmann bot uns seine Freundschaft an. Und das stimmte tatsächlich, wie wir nun erfuhren. Nachdem er mit seinen Eltern in unser Haus eingezogen war, hatte er sich allein gefühlt. Er wollte Freunde finden. Das war aber gar nicht so einfach, weil er kaum Deutsch sprach und weil die Leute misstrauisch waren. Also hatte er sich als Weihnachtsmann verkleidet. Er hatte sein Geschenk auf einen Zettel geschrieben und hatte an der erstbesten Tür geklingelt. Ausgerechnet bei den Gröbers. Das erzählte er uns, als wir vor Weihnachten feierten. Wir lernten an diesem Abend sogar ein bisschen Griechisch und wir erfuhren, dass der richtige Weihnachtsmann aus Griechenland kam. Dann machten wir Gröbers ein Geschenk. Wir klebten ihnen den Bart an die Tür. Sie haben sich sicher gefreut. Habt noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.